Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Lego Jurassic World. Neben mir der Eric. Neben mir die Amanda. Nein, natürlich der Len 16 neben mir. Ja, und genau, der bin ich. Und wir grüßen heute wieder Nikola. Nikola grüßen wir, genau. Und wenn wir Nikola schon grüßen, dann grüßen wir auch den lieben Samuel. Geh einen Schritt zurück. Dreh dich um. Nein. Ich glaube, man muss einfach mit Anlauf darüber. Oh. Ja, nee. Manchmal muss es eben Anlauf sein. Es geht runter und drüber. Ja. Zieh, zieh, zieh. Kriegst du das hin? Ja. Amanda! Amanda, Amanda, oh macht Gott. Das. Sie hat schon 20 Sekunden nicht ihr Megafon benutzt. Lenny ist schon ganz verwirrt. Amanda regelt das. Okay, mit dem können wir nicht mehr fahren. Obwohl. Ne, obwohl? Er fährt noch. Okay. Kamera macht komische Sachen bei mir. Ja, das kommt vor. Lego-Spielen. Dass die Kamera da komische Sachen macht, aber nur ganz selten. Aber es ist besser geworden, muss man sagen. Amanda, halt die Klappe. Ich würde sie ja nehmen, aber sie ist so nutzlos. Erkenntnis des Tages. Ja. Dann würde sie zwar nehmen, aber sie ist so nutzlos. Das klang jetzt schon wieder falsch. Das hast du gesagt. Zitiere dich bloß. Wow. Das ist so toll. Was kommt da angeflogen? Etwas, was ich runtergehauen habe. Achso, ich dachte, was hast du da? Willst du damit was bauen? Nein. Nö. Ich will was damit bauen. Ja, dann mach das doch. Dann mache ich auch. Und zwar jetzt. Okay. Dann kannst du mich hier hoch? Nein? Doch. Vielleicht? Ja, doch, wird so eine Seilwinde. Ja. Müssen wir überhaupt hier hoch? Ja, müssen wir. Ja, müssen wir. Ja, Kamera. Hm. Ah. Kamera ist eine nette Dame. Ja. Das ist ja die Kamera. Ah, Mann. Wow. Okay. Karma ist eine. Nein. Hm. Oh, ich bin sogar mit dem richtigen hier durch. Oh mein Gott. Ach, Mann, nein. Bin ich nicht. Habe mir einmal gedacht, ich gehe mit dem richtigen hier durch und dann so. Warum kommt ihr die schon wieder nicht mit hier? Geht doch nicht. Weil es Lego ist. Weil es Lego ist, nee. Ja, haben sie einfach keinen Bock gehabt auf uns hier. Und hoch und da, genau. Oh, ich kann fliegen. Das ist super, gell? Also der Gleitschirm ist klasse. Ja. Den will ich jetzt in jedem Lego-Spiel haben. Auch wenn er nicht angebracht ist. Auch mir ist kein Gandalf mit dem Gleitschirm rumfliegen. Der braucht ihn. Boah, das wäre voll cool, wenn es den Lego der Menschen wieder gibt, den Gleitschirm. Ist ja das nächste Lego-Spiel, was rauskommt. Ja, ja. Aber ob das so ähnlich ist wie andere Lego-Spiele? Ja, es ist genau dasselbe, es hat Level. Nur kannst du halt die Charaktere wechseln, die du hier draufsetzt, wahrscheinlich. Boah, das wäre gemein, wenn man für die 100% in Lego Dimensions dann irgendwie speziellen Charaktere braucht, um in gewisse Gebiete zu kommen. Boah, das wäre mies. Aber wahrscheinlich brauchen wir gewisse Fähigkeiten. Ja. Das wäre aber so das. Aber dann wäre man genötigt, welche zu kaufen. Das wäre eigentlich so das Skylanders-Prinzip. Eigentlich würde das sogar passen. Aber Skylanders schafft man die 100% nämlich auch nicht, wenn man nur mit dem Starter-Pack unterwegs ist. Hm. Ja, bin ich mal gespannt. Weil ich meine, das ist ja die Hauptmotivation, dass man Sachen kauft, weil man irgendwo was erreichen will und nicht nur, weil sie schön sind. Ich komm mal geflogen. Gleich geschmeidig. Da ist der Gun-Typ. Ja. Rubik's Cube. Nein, nicht ganz. die aus dem Weg, Grant. Alan! Warum kann ich das Ding nicht benutzen? Ich würde das zu gerne benutzen, diese Tröte. Wieso Alan? Alan! Achso, Grant. Ja, okay. Ja. Das Licht Elendils. Was? Das Licht Elendils. Wegen Alan. Ja, ja, schon. Du möchtest etwas Neues, wie? Ich helfe nur zu gern. 1997 begann Simon Masrani damit, nach Dr. John Hammonds Ableben International Genetic Technologies zu erwerben. Ein ausgewachsener Ankylosaurus wiegt zwischen 5 und 6 Tonnen und hat einen niedrigen Körperschwerpunkt. Gut zu wissen. Das heißt, er hat einen. Na egal. Ihn gehen. Das heißt, er kippt nicht so leicht um. Ja. Aber eigentlich haben die sich ja hier schon aufgeteilt gehabt, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Also irgendwann teilen sie sich auf. Nee, wir haben noch einen. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber. Sagen wir es so, auf jeden Fall müsste man eigentlich, glaube ich, Alan irgendwann alleine was? Spielen. In einem Thrill. Was ist das eigentlich für ein Genre? Action. Survival. Action Survival. Ja. Ja, es ist Action. Was? In einem Action Spiel, Abenteuer, in dem man... Survival. Ja.
Was in einem Spiel, in einem Spiel, in einem Film, in dem es etwas gibt, was dich töten will, teilen sich Leute auf? Was? Ja, aber hier sind wir noch gemeinsam. Hier gibt es die eine coole Szene mit dem Raptor, die auch 100% hier mit drin ist. Hundertprozentig. Doch, die eine Szene ist echt cool mit dem der Raptor hinter Glas, sag ich nur. Ich kann nicht mehr springen. Was? Raptor hinter Glas, sag ich nur. Na, ihr werdet es dann schon sehen. Gibt's 100% die Szene. Das ist schon eine sehr markante Szene. Wie viel Szene. Drauf wetten? Nein, Spaß. Nein. Oh, so sicher ist sich der Drachenbursch also doch nicht. Ja, ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt, deswegen kann ich da... Ja. Aber die Szene, sie halten sich ja relativ nah am Film und gerade so die ikonischen Szenen, die diesen Filme ausmachen, sind eigentlich immer mit drin. Sieht aus, als würde der Überbrückungsmechanismus für die Blende fehlen. Oh, war etwa ein Teil davon im Automaten? Hat jemand Kleingeld? Das kostet einen Dollar und ich habe nur 60, nein, ich habe 80, 90 Cent. Ja, vor allem nehmen die Automaten nur Scheine, aber... Ja. Bei America. Da ist eine Kreditkarte dabei. Wo ist die Frau? Jetzt brauchen wir sie einmal. Da ist sie. Das hat was gebracht, dass ich jetzt alles kaputt gemacht habe. Minikit. Echt? Ja, das war 4. Ja. Injun hatte seltsame Vorstellung davon, was ein Snack ausmacht. Ich such schon. Und wo ist der Rest? Oh, der kommt nach oben. Warte mal kurz, dann gehe ich nach... hier gibt es noch Münzen. Warte mal, lass mich mal kurz nach oben gehen. Man hört gerade sehr schön das Dschungel. Ja, der Dschungel, diese Dschungelatmosphäre ist. Alter, nimm deinen Arsch aus meinem Gesicht. Oder aus meinem. Ja. Was gibt's denn da oben? Ich lass dich mal machen. Ich glaube, ich kann da irgendwo aufs Dach rauf. Ich kann da noch weiter. Ich will jetzt mal gar nicht die Münzen. Und dann kannst du von ganz oben Eric rufen. Eric! Amanda! Das ist echt hier so. Wird jetzt zum. Ach komm, wirklich. Das wird hier so zum Running Gag. Paul. Eric! Amanda! Ab wirklich! Stell dich doch nicht so an! Kann doch nicht so schwer sein. Auch wenn Eric eigentlich der Sohn ist und Amanda die Mutter. Da geht der Risiko. Egal. Ding dong! Ding dong! Hier haben sogar das ist schon wieder eine Viertelstunde. Sogar eine Kirche haben sie hier. Das ist Wahnsinn. Was es hier nicht alles gibt. Du kannst da rechts. Da hat mich der Lenny. Aber da kommt man doch nicht rüber? Ja, also hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Oh! Aha, 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 aha. Da haben wir den Dino. Aha. Und du wolltest wieder runter. Ja, wollte ich. Aha. Ich wollte da nicht runter, ich wollte auf die andere Seite rüber. Ich wollte darüber springen. Ja, ja. Weil da sieht's für mich so aus, als können wir ja noch was, aber es geht nicht. Ne. Ist nicht vorgesehen, ne? Gar nicht mal so schlecht versteckt gewesen. Ich will eine Soda. Die Musik wird aber deutlich seltener eingesetzt mittlerweile, diese ja. Jurassic Park Musik. Ist das Jurassic Park so drauf? Wo? Oh. Ah, ja, auf den Flaschen, Wings. Ja, das ist. Ja. Das ist erst Jurassic ja, World, oder? Doch, ist drauf. Das ist aber das Jurassic World Logo, weil das ist blau. Ja. Jurassic Park Logo ist ja eher so rot. Das ist gelb. Rot, guck mal da. Ja, gut, wir schauen auf die verschiedenen Flaschen, das ist das Problem. Schau, auf dem ist nämlich eine weiße drauf, der roten hier. Ja, gut, rot auf rot wäre ein bisschen. Ja, würde ich vielleicht sichtbar. Nicht ganz so gut absetzen. Ja. Da gibt's auch einen golden. Oder? Ne, das ist bloß die Insel ja, da drauf. Doch, gold. Ja, ich glaub, das war nur die Insel. Es ist auf jeden Fall ein Dinosaurier im Kreis. Ja. Ich hab Raptor gesehen. Injun. Peng, peng. Oh, die Musik ist cool. So. Die ist immer noch schön. Sie ist dezent. Und dezent. Und die Kamera ist... Dezent. Ja. Wolltest du doch sagen, oder? Ja. Dezent gut. Ja. Ja. So klingt schon wieder Lenz. Wieso muss der jetzt die Treppen runterfallen? Alles okay, Paul? Und so macht man Dinosaurier? Nein. So spielt man Gott. Ich spiel Gott. Guck, ich spiel Gott. Ja, so macht Len Dinosaurier. So werden kleine Dinosaurier gemacht. Okay. Haben wir jetzt genug Gott gespielt? Hey, das ist ein Teddybär. Der ist der Teddybär aus Teil 1. Nee, kann nicht aus Teil 1 sein. Weil Teil 1 ja nicht hier gespielt hat. Insel. Die Insel kommt erst in Teil 4 wieder. Ja, richtig, das ist wieder die Insel von Teil 1. Sollte man wissen. Ich hoffe mal, ihr habt jetzt mittlerweile den vierten Teil gesehen. Kann ich die Treppen wieder hoch? Kann ich sie nochmal runterfallen? Nee, es war glaube ich eine gescriptete Sequenz. Was gibt's jetzt auch in Lego-Spielen? Das
war nicht mal eine Sequenz, es war einfach da. Ja, es war halt gescriptet, es war so. Es, ja. es sah so aus, als wäre es... Ein paar echt langlebige Batterien. Oh, Gladys ist auch da. Sag dir, wir sind schon in Lego Dimensions. Oh, Gladys in Lego Dimensions, ja geil. Wird's geben? Was? Es gibt eine Portal-Erweiterung. Oh. Für 30 Euro. Ich sollte mal ein paar Sachen durchlesen. Ja, gell. Okay. Es gibt auch eine... Dr. Who und Zurück in die Zukunft, glaube ich, waren die anderen. Und Dr. eventuell noch Dr. Simpsons war auch noch Simpsons war auch noch im Raum gestanden, aber das war gleich nur ein Gerücht. Keine Ahnung. Sehen wir ja dann. Lieber Family Guy. Nein, auf jeden Fall lieber Simpsons. Ey, hier brauchen wir Gleiter. Jemand, der keinen Humor versteht. Du bist doch humorbehindert. Das klingt schon sehr behindert. Ich glaube, in dieser Kiste ist Ausrüstung. Das dampft immer so schön. Aua, au! Oh. Wurde denn kaputt gemacht? Haben sich wieder aufgegessen. Sie klemmt. Ja. Kann einer von ihnen sie frei bekommen? Nein, für den König. Nicht hochkommen. Doch, ich komme sogar hoch. Mach mal doch. Wieso bist du runter? Weil ich eh nichts mehr machen konnte oben. Ich wollte außer konnte ich so schön fliegen. Holla. Ich hoffe, sie funktionieren. Ah, dann müssen wir mit dem Zeug hier unten was machen. Was? Ach, halt. Amanda! Eric! Amanda! Ach, ist das herrlich mit denen. Ich verstehe gar nicht, dass den Len so nervt. Ich finde das einfach herrlich. Da ist ein Minikit. Ich hab's gesehen. Aber zur Hölle. I saw. Können wir da nochmal eine Etage höher? Ja, irgendwie schon, aber ich weiß nicht mehr. Das war ganz links, glaube ich. Wo wir noch eine Etage höher kommen. Echt? Also, das will ich nochmal kurz gucken, ob es vielleicht. Ja, hier. Siehst du? Ah, okay. Aber ich weiß nicht, wie wir da hochkommen. Amanda! Nee, kann nicht so hoch springen. Kann sie echt nicht. Kann sie echt nicht? Ja, da brauchen wir auch wieder irgendwas, irgendeine spezielle Fähigkeit oder so. Brauchen wir dann Zeit. Raptor. Könnte zum Beispiel sein. Amanda! Eric! Immer wieder schön. Sind das Knochen? Da habe ich eine Idee. Wir müssen diese Knochen da herausbekommen. Warum? Kaputt machen! Klasse, aber wir brauchen mehr Druck da drin. Mehr Druck? Ja, dann nehme ich doch das Rad hier ab und drück da. Alter, nimm das Rad ab. Wir suchen ein Rad, wir suchen ein rotes Rad. Das ist rotes Rad teuer. Ja. Wir suchen Radkakerlaken. Ach nee, das war ein anderes Spiel. Das ist echt das dritte oder das vierte Level gerade. Dieses Gerüst über uns gelangen. Was? Das ist das schwer, wenn die halbe Leiter fehlt. Fehlt doch keine Leiter, guck doch mal hier. Kann einer was reparieren? Der eine konnte es doch. Warst du das? Ja, ja. Ah ne, der da war's. Kirby war's. Klar, der ist ja so ein Fliesenleger oder so. Fliesenleger? Ja, oder der hatte doch irgend sowas. Ja, doch, ja. Fliesen war's. Fliesen. Ja, halt. Lange Bade-Equipment. Ja, bla Dings und mehr. Ja. Kirby Enterprise. Er macht tolle Geräusche beim Springen. Pumpen. Zurück! Ich dachte, das wäre jetzt das klassische Pumprätsel, aber das war hier doch die leichte Version. Du brauchst Grant. Alan! Die Namen immer so schreien, das ist super. Wie geht? Widerlich. Es sind nur Knochen. Amanda. Eric. Paul. Hast du den mittlerweile wieder angeschaut, den hier? Was? Den Film. Wie, was? Den Film angeschaut? Ja, den dritten halt. Hm? Was? Nein, habe ich nicht gesehen. Ah, oh, schwach. Ja. Irgendjemand muss ja hier blind durch. Ja, genau. Irgendjemand okay, muss ja Ohr und A machen. Ja, brauchen wir unsere Mathematiker. Der kommt aber leider nicht wieder. Der ist noch in Teil 2 verschollen. Unser Chaos-Theoretiker. Haben wir keinen Mathematiker dabei? Das kann nur der. Ja, tatsächlich. Die sind alle anderen sind nicht so fortgebildet. Sehen Sie sich nur all die Tiere an, die Sie züchten wollten. Ich sollte ein paar Fotos machen. Natürlich. Guck mal, ein Fisch. Oh mein Gott. Fischi. Sie wollten einen Fisch machen. Ja, sie haben einen Fisch. Boah, Fisch. Foto. Hacken haben wir auch niemanden dabei, oder? Nee, da brauchen wir so ein kleines Taschenrechner, zeigt, was man hacken kann. So, da Foto. Brauchen wir die andere. Da brauchen wir die aus. Oh. Die aus Teil 1 brauchen wir da, die hacken kann. Ich will mehr Fotos machen.
Oh. Lass mich ran, ich will ein Foto machen. Okay. Ja, ich weiß auch, was dann kommt bald. Welche Szene. Oh. So süß. Ja, den Raptor habe ich hier schon. Kam der schon raus? Nee. Okay. Okay. Er ist ja noch klein. Noch. Da ist der Teddybär auch da drin. Oh. Ja. Teddy. Der, aha, die Szene meinte ich. Mensch, oh Mann. Ey. Yeah. Oh mein Gott, das Sound. Mensch, ich glaube, jawohl. Oh, toll. Ne, die anderen. Ich hab gebogen. Ja. Lauf rechts. Oh. Lauf du mal ganz rechts, ich lauf links. Das ist die Chance am höchsten, dass wir... Ganz rechts, da kam gerade ein Velociraptor raus. Ja, trotzdem. Trotzdem stehen die Chancen höher, dass wir was... Da. Links? Links? Oh, ich hab mich falsch richtig. Das ist doch nicht links. Das war das andere links. Das war das links, links von ihnen aus gesehen. Ja, ja. Wow, aber das ist cool, die Weglaufsequenz. Ja. Kein Schimmer. Oh, wo war der Minikit? Aber das ist deutlich cooler als die anderen Weglaufsequenzen. Ja, weil es um die Kurven geht. Ja, nee, aber es auch richtig durch so eine Einrichtung durchgeht. Das ist echt cool gemacht. Yes! Noch ein paar Minikits mitnehmen. Oh mein Gott! Meine ist gerade voll die Kurve gelaufen, richtig cool. Ja! Amanda! Oh mein Gott! Abgeschossen! Okay. Oh. Der Arme. Er ruft um Hilfe. Kommen Sie! Glaubt mir, noch tut es dir leid. Zucht zur Stadt, die Unis und Blablabla haben auch schon. Wir haben ein freies Spiel freigeschaltet und für die Millionen hat es nicht ganz gelangt. Nicht, nee. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht aber, beim nächsten Mal. Aber, weißt du, was wir gesammelt haben? Nein, das müssen wir schon gleich sagen. Ja, den Dino. Ich dachte, stimmt, den Dino haben wir. Boah, das ist lange her. Boah, ist das lange her. Ganze 2 Minuten lang. Also die Weglauf, so finde ich das ja cool, wenn die Levellänge so ist, dass man am Ende nochmal wegläuft, also dann ist cool. Aber beim anderen war es halt echt nur so. Ist es sogar irgendwie passend zu Jurassic Park? Ja, eben, weil das Großteil des Jurassic Parks besteht als Abendessen. Als Landebahn, ja. Der Großteil des Jurassic Park Filme besteht meistens sowieso aus Weglaufen, besonders Teil 2 und 3. Ja, Teil 4 auch am Ende. Ne? Ja, aber. Da steht immerhin noch ein Park am Anfang. Ja. So, Ende der Spoiler, also was kriegen wir denn Schönes? Den haben wir noch gar nicht gesehen. Aus. Ja. Vor allem diese grünen Augen, diese grünen Augen. Ja, da sind viele Dino schon. Wahre Überlebender sind wir geworden und die Geschichte setzen wir natürlich auch wieder fort. Mhm. Guck mal. So wie Harrison. Fort. Wow! Alter, Amanda, halt die Klappe, echt, ey. Ich schwöre, ich bin jetzt Amanda, damit die diesen Scheiß nicht mehr macht. Wahrscheinlich macht sie jetzt trotzdem. Hä? Wahrscheinlich zieht sie trotzdem das Ding irgendwann plötzlich raus und macht. Solange ich mich bewege, wird sie das nicht machen. Dafür sorge ich schon. Bewegung bleiben, Len, in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Ist ja bei Lego nicht schwer. Ja. Gibt ja genügend zu tun hier. Sachen zu zerstören. Gabelstapler. Stapelgabler? 50.000? Nee. Aber eben Gabelstapler für 50.000. Eine Kehrmaschine für 50.000. We care for you. Hier, ich hab Befehl. Boah, die Limousine. Willi freischalten. Ja, das gibt es in Jurassic World bestimmt. Ja. Die Kugeln, die sind richtig cool. Ich frage mich, ob sie hier, aber hier sind sie auch nur für eine Person. Wahrscheinlich werden wir das sogar noch fahren. Hm. Das werden wir noch erfahren. Ich bin mir 100% sicher, dass irgendwann eine Weglaufsequenz kommt, in der wir in diesen Kugeln drin sitzen. Ja, Amanda, was machst du da schon wieder? Mann. Was willst du? Frau. Ach du, hä? Ich bin Amanda. Wer war denn der Blondschopf da gerade eben? Ach, das war der andere, das war der Eierdieb war das. Der Osterhase. Wo müssen wir lang? Mit Amanda musst du darüber springen. Okay.
Ja, hier ist ein Helikopter mir angezeigt, aber hier auf der Karte, aber hier ist kein Helikopter. Ja, hier kommt wahrscheinlich zur nächsten Insel dann wieder, zu den anderen Teilen. Hier endet es wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wo ich hin bin. Ah, jetzt bin ich hier. Danke. Da brauchst du Alan. Alan! Alan! Len! Drachenbursche! Drachi! Dra-dra-dra! Dra-dra-dra-dra! Nein! Geh weg, du Chompi! Böser Chompi! Garstiger Chompi! Nee, geh weg da! Ich hab euch doch, ich hab euch das doch schon zugebaut. Hast du hier schon aufgebaut, aufgemacht? Nein, hab ich noch nicht, weil ich erstmal das für die Chompis zumache. Ich versuche dir mentale Unterstützung zu leisten. Aber Len boxt hier schon ganz gut. Ja, ich bin der härteste Boxer der Stadt. Man nennt mich auch Boxer Spanier. Ich wollte schon sagen, eigentlich wirst du dann alleine rumgeführt. Oh ja, ich kann an der Kurbel drehen. Na, Kurbel machen. Oh ja. Dann geh mal kurbeln, Len. Ich kurbel den ganzen Tag. Das ist schön zu wissen. Genau. Ich kann jetzt hier durch und nochmal hier was kaputt machen. Das ist Alan, oder? Ja. Alan! Mach auf! Alan! Amanda! Eric! Nächstes Level! Kommt mit Mr. DNS. Ich wette, das erste, was jetzt kommt, ist Eric! Der Mosasaurus besitzt in seinem Gaumen einen zusätzlichen Satz Zähne, der sicherstellt, dass Beutetiere ihm nicht entkommen können. Hm, praktisch. Der kann das Wasser teilen. Naja, genau, der Mosasaurus. Eine spezielle Verbindung ermöglicht es Mosasaurus, doch, da ist es echt schon so, den unteren Kiefer nach außen zu biegen und Häppchen zu verschlingen, die größer als der Kopf der Echse sind. Also dieser Schlangeneffekt. Der Part von LEGO Jurassic World ist leider schon vorbei. Zum nächsten Video kommst du, wenn du auf das bereits laufende obere Video klickst. Und wenn dich auch die LEGO Sets interessieren zu LEGO Jurassic World, dann solltest du auf das untere Video klicken. Dort kommst du nämlich zu meinen LEGO Set Reviews. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, dann wirst du in Zukunft auch kein Video mehr von mir verpassen. Außerdem kannst du natürlich auch mal auf meinem Facebook, Twitter, Google Plus oder Instagram Seite vorbeischauen. Dort bekommst du immer die neuesten Informationen zu meinem Kanal. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir jetzt wie immer eine wunderbare Zeit. Und möge die Macht mit dir sein. Servus.